Die Stimmung ist gut vor dem Media Briefing. Herzlich willkommen. Wenn wir begrüßen darf ich Christian Grazia und Cheftrainer Franco Foda. Wir treffen morgen auf Altach im Rahmen der 28. Runde der Tipico Bundesliga. Franco, vielleicht ein paar Worte zur Personalsituation. Ja, soweit sind alle Mann an Bord. David Schloffer hat gestern nicht mittrainieren können aufgrund eines grippalen Infektes. Auch bei Marc ist etwas angeschlagen. Grippal wird man heute sehen, ob er dann morgen einsatzfähig ist oder nicht. Ansonsten sind alle Mann wieder an Bord. Daniel Beichler war ja letzte Woche schon im Kader. Wilson hat auch die Woche wieder normal mit der Mannschaft trainiert. Also wäre auch wieder eine Option. Auch Pfingsti hat wieder mit der Mannschaft trainiert. Er hat den grippalen Infekt von letzter Woche überstanden. Also im Prinzip sind alle Mann an Bord und alle topfit und alle freuen sich auf das morgige Spiel. Morgiges Spiel, sehr wichtig, um den Kampf um den Europacup-Platz. Wie entscheidend können die Fans sein? Ein gut gefüllter Stadion, eine gute Stimmung, gerade auch wenn es vielleicht zum Geduldsspiel wird. Nein, die Fans sind extrem wichtig und unsere Fans sind top, top, top. Ja, sie sind in Österreich absolut top und das war auch damals mit dem Grund, dass ich wieder nach Graz zurückgekehrt bin, weil man einfach nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer muss man im Stadion ein Gefühl haben, dass Emotionen im Spiel sind, ja, dass die Fans die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute unterstützen und das ist hier gegeben. Und deshalb freut es mich auch umso mehr, dass wir jetzt auch in den letzten Heimspielen gewonnen haben, dass wir den Fans etwas zurückgeben konnten. Und ja, wir freuen uns riesig auf das morgige Spiel und sind auch der Überzeugung, dass da die Fans uns wieder von der ersten bis zur letzten Minute toll unterstützen werden. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Ja, dich oder alle ins Stadion hat es geheißen, ob wir bei den Fans sind. Alle ins Stadion, kann ich nur wie zustimmen. Genaue Zahl kann ich noch nicht sagen, aber geben wir im Rahmen unserer Vorberichterstattung auf der Website bekannt. Aber wir rechnen natürlich mit einer zahlreichen Unterstützung. Die Sparaktion läuft gut, auch an dich? Sie läuft sehr gut, die Sparaktion, ja. Da bin ich aber froh. Ein Punkt in drei Spielen gegen einen Aufsteiger ist fast ein bisschen wenig, oder? Gut, ich habe erst einmal gegen Altach gespielt. Ja, wir haben auswärts, also nicht ich, sondern ich in Verbindung mit der Mannschaft. Meine Zeit ist ja dann Gott sei Dank vorüber. Und wir haben in Altach eines unserer besten Spiele gezeigt. Ja, wir waren da top, haben absolut dominiert, viele Chancen kreiert, Elfmeter verschossen, hätten das Spiel klar gewinnen müssen. Und klar, Altach, ich sage immer, eine Tabelle lügt nicht. Sie stehen zu Recht ganz vorne. Ist eine Mannschaft, die extrem gut organisiert ist, die schnell und zügig nach vorne spielt, einfach spielt. Und, aber wir spielen morgen zu Hause und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Ja, es geht, wir haben die Möglichkeit, den dritten Platz mal kurzfristig zu erreichen. Und das ist natürlich unser großes Ziel. Und gerade zu Hause mit den Fans im Rücken, mit den letzten Spielen, hat die Mannschaft immer bewiesen, dass sie imstande ist, gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Und das wird klar morgen unser Auftrag sein. Dafür werden wir alles investieren und wieder alles raushauen, was geht. Und dann hoffen wir alle, dass wir dann um 18 Uhr um 3 Punkte reicher sind. Kann ich, ist schwer zu sagen, weil ich die Strategie von Altach nicht kenne, also nicht genau kenne. Klar, wir wissen, was uns erwartet, aber Altach hat gerade in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auch vom System her oft variabel sind, spielen einmal mit Viererkette, dann mal wieder mit 3 bzw. 5 in der Defensive. Sie haben gegen Salzburg im Cup eher defensiv gespielt. Auswärts in Grödig haben sie mehr offensiv agiert. Also ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die sehr flexibel ist. Und gehe davon aus, auch Altach, ja, sie kämpfen mittlerweile um einen internationalen Startplatz. Das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Und sie haben das, denke ich, auch jetzt sich zum Ziel gesetzt, wenn sie schon 9 Spieltage vor Schluss ganz vorne mit dabei sind. Ich gehe davon aus, es wird ein interessantes, ein intensives Spiel. Aber wir sind zu Hause. Wir wollen das Heft in die Hand nehmen, wir wollen von Anfang an agieren und so schnell wie möglich ein Tor erzielen.
Guter Zeitpunkt nach dieser Ohrfeige im Cup. Wie Ohrfeige im Cup? Naja, das ist 0-4 gegen Salzburg. Ja, gut, also wir wissen doch alle, dass wenn Salzburg einen sehr guten Tag hat, sind sie in der Lage, gegen jede Mannschaft in Österreich 3-4 Tore zu erzielen. Also das haben sie ja nicht nur in Österreich bewiesen, sondern auch international. Also insofern, klar, Alltag hat jetzt vorher gegen Red Bull Salzburg die letzten zwei Meisterschaftsspiele gewonnen. Aber ich glaube, dass das kein Beinbruch für Alltag sein wird. Sie reisen auch hier mit dem Flugzeug an. Also man sieht einfach an diesen Maßnahmen, dass für sie die Meisterschaft Priorität hat. Sie haben die Riesenmöglichkeit, im nächsten Jahr international dabei zu sein. Und insofern werden sie da morgen alles auch investieren und abrufen, um dann dieses Spiel gewinnen zu können. Ist es beruhigend zu wissen, wenn aus dem Spiel nichts geht, dass Sturm aus den Standardsituationen so gut ist? Und warum ist Sturm so gut in den Standards? Bei uns geht im Spiel immer etwas. Das ist mal... Also ich habe, seit ich hier Trainer bin, gab es für mich bis auf Rapid Wien, wo wir mit einem Mann weniger gespielt haben, gab es in allen Spielen, hatten wir Möglichkeiten und bei uns ging in jedem Spiel etwas. Auch wenn wir vielleicht nicht immer auf Top-Niveau gespielt haben, also bei 100%, aber wenn man, klar, wahrscheinlich war die Frage Richtung Ried auch gestellt, aber in Ried, wir haben... ein super Tor rausgespielt, das zweite. Also insofern ging ja bei uns was im Spiel. Wir hatten auch die ein oder andere sehr gute Möglichkeit noch. Wie gesagt, sind wir in der Lage, auch wenn wir nicht immer am Top-Niveau sind, dass wir trotzdem mittlerweile diese Qualität auch haben, dass wir immer wieder mit ein, zwei guten Spielzügen Tore rausspielen können. Und klar, und Standardsituationen gehören zum Fußball dazu. Ist auch... ein taktisches Angriffsmittel, das man auch oder wir auf jeden Fall auch immer regelmäßig trainieren. Und man hat ja auch in der Vergangenheit auch auf höchstem Niveau oft schon gesehen, dass dann auch Standardsituationen sehr entscheidend sein können. Die Frage ist in Richtung dahin gegangen, dass ihr 16 Tore als Standards gemacht habt und damit die beste Mannschaft von Österreich setzt. Ja, aber zuerst war etwas Negatives dabei. Und wir wollen eher positiv bleiben, ne? Aber es ist trotzdem beruhigend zu wissen, dass Sturm so stark ist über die Standards auch jetzt. Es hat ja Jahre gegeben, wo er... Nein, generell ist es immer beruhigend, wenn man weiß, dass eine Mannschaft, auch wenn sie mal nicht ihren besten Tag hat, trotzdem in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen. Und das war jetzt in Ried der Fall, wo wir sicher nicht alle am Limit gespielt haben. Trotzdem ist es morgen wichtig, dass wir da wieder 100% investieren, alle zusammen. Ja, man kann nur als Mannschaft erfolgreich sein. Aber für einen Trainer ist es auch immer beruhigend, wenn man weiß, es kommt auch Simon Piesinger wieder zurück. Und er hat ja doch in den letzten Wochen eine sehr, sehr gute Quote. Er hat einige Tore erzielt, auch durch Standardsituationen. Und das ist immer wieder eine Möglichkeit, dann auch gegen Mannschaften, die vielleicht etwas defensiver agieren, zum Torerfolg zu kommen. Und wir wissen ja alle, wenn du dann in Führung gehst, dann verändert sich ein Spiel. Ja, der Gegner muss dann die Strategie verändern. Er muss vielleicht dieses Defensivkonzept etwas auflösen. Da gibt es dann wieder Räume für uns. Und wir sind ja dann auch im Umschaltspiel nicht so schlecht. Also... morgen wird es, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, wer das erste Tor erzielt. Ist auch eine Frage an den Trainer. Ja, personell, wenn du sagst, Schloffer, Schmerböck nicht dabei. Na, Schloffer ist nicht dabei. Bei Marc wird man heute sehen, wie er sich fühlt nach dem Training. Okay. Wer kommt dann in den Kader? Ja, wir haben noch Daniel Offenbacher vergessen, ne? Der ja eigentlich auch ausfällt. Er hat ja einen grippalen Infekt, hat die ganze Woche nicht trainieren können. Also er wird definitiv auch ausfallen. Wird man sehen. Wie gesagt, Wilson ist wieder da. Es gibt die Möglichkeit, Sharifi ist noch gesperrt. Hat ja eine rote Karte bei den Amateuren erhalten, 3 Spiele Sperre. Das zählt ja auch für uns. Also wir haben da schon einige Optionen. Hoffentlich macht der Schiedsrichter besser als beim letzten Schlürpchen.
Ja, ich glaube, wir hatten schon Entscheidungen, die waren gegen uns. Aber wir hatten auch schon Entscheidungen, die waren für uns. Gerade auch im letzten Spiel gab es ja die ein oder andere Situation, die hätte man auch anders deuten können, auch bewerten können. Und insofern gibt es ja den alten Spruch, in einer Saison gleicht sich alles wieder aus. Aber ich glaube, dass morgen der Schiedsrichter hoffentlich ein gutes Spiel pfeift und nicht entscheidend wird für den Ausgang des Spieles. War der Verband des Rapid-Sturmspielers? Ja, das weiß ich schon. Aber ich habe ja auch Tor gegen Tore geschaut und da hat ja, oder wurde ja festgestellt vom Schiedsrichter Obmann, dass es wohl eine klare rote Karte war. Weitere Fragen? Wo ich nach wie vor anderer Meinung bin. Aber nicht, weil ich nur Sturmtrainer bin, weil ich einfach die Situation anders bewerte. Wenn sich alles ausgleicht, dreht es mal um. Nein, generell sage ich immer, es ist das Wichtigste, die Schiedsrichter haben einen schwierigen Job. Das müssen wir mal auch so klar feststellen und sie müssen in wenigen Sekunden schwierige Entscheidungen treffen, wo wir dann erst nochmal nach mehrfachem Videostudium immer noch nicht wissen, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Und deshalb glaube ich, sollte man auch nicht den Fehler machen, immer alles auf den Schiedsrichter zu schieben, aber man kann ja trotzdem eine Situation bewerten, wie man sie selbst gesehen hat. Wenn es keine Frage an meinen Trainer gibt, dann bitte ich um den Wechsel. Christian, du hattest in den letzten Partien einige Big Saves. Ist das das Ergebnis einer guten Harmonie und einer guten Arbeit der Vordermannschaft oder mit der Vordermannschaft auch? Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir haben gut gearbeitet in der letzten Zeit und ja, war sowohl im Tormann-Team wie die ganze Mannschaft und da spielt natürlich alles zusammen und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen habe können. Eigner ist jetzt gesperrt, morgen ein Vorteil für uns? Vorteil? Ich glaube, Altach hat ein gutes Kollektiv und ist eine gute Mannschaft und wer da vorne spielt, tut eigentlich nichts zur Sache, weil sie haben einen neuen Taco Bowl und ist ja kein schlechter. Ich bitte um eure Fragen an den Christian Kratze. Warum ist es so schwierig, in Altach zu gewinnen? Warum ist das so schwierig? Weil sie einfach taktisch eine gute Mannschaft sind, die sehr kompakt steht und wo wir uns einfach beim letzten Spiel die Zähne ausbissen haben. Sie können dann gefährliche Konter fahren, aber ja, wir werden versuchen, das natürlich besser zu machen und dementsprechend ein gutes Ergebnis für uns zu holen. Weitere Fragen an den Christian? Passt! Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann freuen wir uns auf das 500. Bundesligaspiel in der UBC Arena bzw. Arnold Schwarzenegger Stadion. Da sind die Spiele des Stadtrivalen auch mitgezählt. Alles Gute für morgen.